Hey Aaron, der hat eine Roomtour gemacht. Aaron, absoluter Wichser. Schön, dass er das Video mit seinem Vater anfängt. Wir schauen rein. Hallo Freunde der Sonne, herzlich willkommen. Ich zeige euch mal wieder, wie ich wohne. Das letzte Mal ist lange her. Hier ist schon mal mein Mitbewohner. Ich liebe ihn mal. Er ist der Tollste. Er wohnt bei mir. Und wie wir so wohnen, zeige ich euch jetzt. Boah, die Framerate ist ganz unangenehm. Die ist so schnell. Bevor es losgeht, hier schon mal ein Highlight meiner original verpackten Wrestling WWF. Da hieß es noch WWF, nicht WWE-Figuren. Hier unten bei den Mattel heißt es dann WWE. Der Namenswechsel. Warum ist die Framerate so komisch? Ich krieg irgendwie Kopfschmerzen davon. Die Dinger sind aus den 90ern. Von 90 bis 94 Merkt ihr das, Chat? habe ich mir zusammengesammelt und die sind einiges wert. Und die habe ich mir natürlich versichern lassen, weil A, könnten sie geklaut werden, B, könnte Marvin, der Dummkopf, auf die Idee kommen, mal witzigerweise eine aufzumachen. Digga, was ist denn hier los schon wieder? Och Mann, jetzt habt ihr schon wieder... Los geht hier schon mal ein Highlight meiner original verpackten Wrestling WWF. Da hieß es noch WWF, nicht WWE-Figuren. Hier unten bei den Mattel heißt es dann WWE. Der Namenswechsel. Die Dinger sind aus den 90ern. Von 90... Findet ihr nicht auch, dass die Framerate übertrieben unangenehm ist? ...bis 94 habe ich mir zusammengesammelt und die sind einiges wert. Und die habe ich mir natürlich versichern lassen, weil A, könnten sie geklaut werden, B, könnte Marvin, der Dummkopf, auf die Idee kommen, mal witzigerweise eine aufzumachen. Versichert. Und übrigens, hier unten sind meine Versicherungsunterlagen. Ganz profimäßig, kennt ja jeder, hier alles hingestellt. Ich weiß nicht, was es ist. Und ich sehe bei Versicherung nicht es durch. Wirkt, ich bin da es so wäre schneller. Und die ne? Lösung ist Clark, weil Clark optimiert eure Versicherung. Das heißt, ihr ladet alle Versicherungen bei Clark hoch, bedeutet, der Riesenordner kann erstmal weg. Habt ihr nämlich alles dann in der App. Dann sagt, kommt zur Roomtour, das wird der Hammer. Jetzt ich kann euch eine normal. Sache jetzt schon sagen, es sind viele Badezimmer, aber ich erkläre euch auch warum. Ja, wenn man reinkommt, hier direkt ein schönes Gästebad. Ja. Kommt man rein hier. Ich war ja oft im Disneyland und da habe ich so ein schönes super Poster von Dankeschön. Disney gekriegt und immer meine Karten, wenn ich da war. Super toll. Hier kann man eine schöne Bocki zur Begrüßung machen und dann wohl entleert weiterlaufen. Bocki zur hier Begrüßung, kommt man Digga. Raus, wenn man schon gekackert hat. Ganz geil. Desinfektionstücher. Vor meinem Kollegen, den Tatortreiniger. Ich habe da viel gelernt und wer sich fragt, warum ist denn das hier so leer? A, will ich hier noch so Klinkerwände dran machen, so Riemchen, dass es aussieht, als wenn es eine Wand ist. Nein, Aaron, nein, Digga, nein. Nein, 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 warum denn, Digga? Du bist doch kein Assi. Warum will man denn so eine Wandtapete dahin machen? Das ist aus wie geklinkert, Bro. Oh, Junge. B, hängt hier normalerweise ein Bilderrahmen und zwar der da. Und da sieht man meinen Bezirk Weißensee. Mittenpunkt, wo ich wohne. Und weil ich absolut keinen Bock habe, dass du vorbeikommst, habe ich es abgehangen. Deswegen, Garderobe. Und hier nee, sowas mein ich gar nicht Spiegel. Schön. Der Spiegel wurde mir von Harry geschenkt. Und wer den Kanal schon länger kennt, der kennt auch Harry. Harry ist leider wirklich 2014 verstorben. Eigentlich voll traurig. Weltmeisterschaft. Wir wohnen ja am Ende Weltmeister. Aber im Achtelfinale, ich glaube Albanien war es, haben wir nicht so gut gespielt. Und der Harry, hier nochmal eine Einblendung. Harry, ich biete dir heute an, doppelt oder nichts. Das heißt, wenn du gewinnst, kriegst du deine Kippen kostenlos. Wenn ich gewinne, musst du dafür einen Zehner zahlen. Okay. Und Harry hat sich wirklich so aufgeregt nach dem Spiel, innerbahn Herzinfarkt gekriegt und leider gestorben. War ein toller Kunde im Backshop, aber ja, Harry ist immer bei mir mit dem Spiegel. Und jetzt gehen wir mal ins Wohnzimmer. What the fuck, Alter, was für eine Story. Ja, nicht sehr besonders. Hier ein Bücherregal, weil ich total schlau bin. Und natürlich die besten Bücher von unserem Kumpel Michael Zokos, ja. Ich habe hier auch viel Herr Aaron-Zeug zu stehen und ich freue mich immer. Oder eine ganz besondere Herr der Ringe DVD-Collection. Das sieht geil aus. Super toll. Also da ein King of Queens im Original-Kühlschrank. Ich finde es sehr geil, dass Aaron so geiler Herr der Ringe hält. Das bin ich auch. Was von Harry Potter, ganz viele Geschenke von Kollegen. Also das hat mir zum Beispiel Knossi empfohlen, um Spinnen zu fangen. Dann kommt die Spinne hier an der Wand. Dann fängt man die Spinne so, dann schiebt man das hoch, ist die Spinne da drin und dann lasse ich sie raus. Bist du dumm? Die Spinne kann man einfach essen. Ja, also irgendwie vom Einrichtungsstil her ist es jetzt nicht so meins. Ich weiß ja nicht, Dicker. Das hier ist jetzt alles so ein bisschen lieblos zusammengestellt, möchte man sagen. Also ich sag mal so, wenn man ein bisschen Kohle hat, Aaron, und die hast du und ein geiles Haus hat, und das hast du, nimm dir die 50.000 in die Hand und hol dir einen Innenausstatter, wirklich. Ein Fernseher. Hier setze ich mich hin und guck. Eine gute Distanz auch zum Fernseher.
Denk mal, wenn man dann mit 38 nichts mehr sieht, wundert man sich sicherlich, warum. Hier kann ich euch ganz stolz zeigen, ich bin jetzt TÜV-zertifizierter Rauchmelder-Anbringer. Habe ich Weiterbildung gemacht, ganz oben in meinem Bewerbungslauf. Noch vor Jauch. Wer sich fragt, was das für ein Gefusche ist, ich habe schon eine Alarmanlage, aber ich kriege noch mal eine, die auch funktioniert, wenn der Strom ausfällt. Okay. Das wird Bombe, dann fährt alles runter und dann kommen die 30 Kampfhunde an. Ich weiß nicht, Aaron, ob das also... Und Gandalf mit Dumbledore zusammen und dann bin ich hier total sicher. Okay. Ach übrigens, apropos sicher, ich bin im Video der Berliner Polizei, habt ihr das schon gesehen? Mhm. Komm, wollen wir mal einblenden, wir müssen ja ein bisschen Strecke auch machen. Das ist ein offizieller Recruiting-Film der Polizei Berlin. Unser Social... Die Polizei Berlin fährt Toyota? Media Team. 110% Berlin. Jetzt... Warum fährt die Polizei in Berlin Toyota und nicht Lamborghini? Jetzt bin ich in der Küche. Schöne Küche, aber das ist auch wie bei mir zu Hause. Mich triggern solche Sachen. Bananen gehören nicht zusammen zu anderem Obst. Bananen geben Dings ab, dass Enzyme ab, dass anderes Obst schneller reift. Sowas darf nicht offen stehen. Sowas ist ganz, ganz schlimm. Ist mir viel zu chaotisch. Bei mir sieht es leider auch so aus. Die Küche ist sehr schön. Die Vorhänge sind nicht meins, Bro. Ich will alles clean haben. Minimalistisch clean, durchdesignt. Oh, so wünsche ich es mir für mein neues Haus. Oh, so wünsche ich es mir einfach. So wünsche ich es mir doch so sehr. Oh, bitte, mein Vater, so gönnt mir doch ein Haus. Küche und erstmal die Küche nochmal vielen Dank, Tommy. An alle, die sagen, zocken ist scheiße, stimmt nicht. Ich spiele ja viel Call of Duty und habe über einen Kollegen Tommy kennengelernt. Okay. Tommy ist Küchenbauer und der hat das Ding mir wirklich für einen sehr, sehr guten Preis verkauft. Deswegen vielen Dank, Tommy. Tommy, ich will auch eine Küche. Hier ist einfach nur Getränke, Mate, Wasser und hier meine Lottoscheine. Ich habe angefangen, Lotto zu spielen. Aaron. Und ich bin ganz ehrlich, ich dachte, komm, ich zock mal ein Jahr lang volle Sau durch. Im ersten Quartal, könnte man jetzt sagen, also bis Ende Februar, habe ich 600 Euro ausgegeben und bis jetzt 70 gewonnen. Lotto lohnt sich! Geil! Aaron. Hier geht's weiter, Kühlschrank, bla bla bla, nur Süßkram, Vorratskammer. Und jetzt kommen wir zu den schönen Sachen. Der silberne Playbutton, hey Aaron. Der goldene Playbutton, hey Aaron. Und noch was viel toller ist, mein Bud Spencer T-Shirt. Eins der ersten Hey Aaron Videos mit Bud Spencer. Er hat mir das T-Shirt unterschrieben und hier steht's. Hier will ich eigentlich noch so Klinkerwände machen, wie auch im... Nein, willst du nicht. Willst du nicht. Willst du nicht. Willst du nicht, weil das passt nicht zur... Das passt doch nicht. Das ist doch ein Kontrast, dieses Grau. Grau auf Weiß. Schöne Lampen, den ganzen Scheiß wegräumen. Alles wegräumen, dass man nichts sieht. Die Regale, nur ein, zwei Flaschen hin. Kaffee-Gelati-Schild weg. Aaron. Warum denn Klinkerwände, Bro? Du könntest es so geil durchdesignen, das Haus. Holy shit, du könntest es so geil durchdesignen, Bro. Aaron, bitte, ich muss ihn kurz anrufen. Nee, ich rufe ihn am Ende des Videos an und muss ihm das sagen. Keine Zeit, so soll es aussehen. Die Dinger gehören hier irgendwann ran und dann über... Ich muss ihn jetzt anrufen. Ich muss ihn jetzt anrufen und ihm das sagen. Ich halte das nicht aus. Aaron, wie geht's dir? Was willst du? Ich bin gerade am Stream. Du, ich habe eine kurze Frage. Baby, ja, komm, ich bin gerade auf Dreh. Pass auf, das mit den Klinkerwänden meinst du aber bitte nicht ernst, oder? Digga, ich schwöre, Aaron, du machst dein ganzes Haus komplett kaputt damit. Weißt du das, Dicker? Verantworte dich hier und jetzt für schlechten Geschmack vor meiner Community. Verantworte dich. Boah, die sind ja alle genauso hässlich wie du, krass. Bitte, was? Weißt du, wie viele Leute du gerade beleidigt hast? So viele Leute wirst du niemals in einem Livestream zusammenfassen. Aaron, du kannst... Baby, ich drehe heute was Gutes für die Caritas. Ich muss jetzt los. Bitte keine Klinkerwände. Bitte nicht. Bitte nicht. Bist du? Ja, okay. Danke. Tschüss, mein Lieber. Tschüss. Digga. Oh, Junge, Junge, Junge. Der hat euch einfach beleidigt. Der hat euch einfach beleidigt. Die Ecke und so, dann soll für euch. Aber dann richtig. Eine Sache für euer Verständnis, wenn hier das zum Beispiel gepixelt ist, das, das ist einfach ein Nacktbild von seiner Mutter. Das sind Bilder von mir und meinen Neffen, Nichten, Mama, Papa und allem und die wollen nicht gezeigt werden. Ist ja auch vollkommen okay, wer will schon mit mir in Verbindung gebracht werden? Nicht mal ich will mit mir in Verbindung gebracht werden. Hier ist auch total langweilig, Ankleidezimmer, also wirklich, da sind meine Klamotten. Und ihr wisst, meine Klamotten kriege ich entweder gratis von Dagi oder von Huschott hier geschickt. Fertig, mehr passiert nicht. Hier ist übrigens mal wieder ein Badezimmer. Wie oft scheißt Aaron? Ist jetzt auch nicht so doll. Also ihr könnt Hände waschen, da kackern, duschen, fertig. Noch ein Badezimmer. Okay.
Ja, das ist ein bisschen viel. Das ist schon das zweite und es kommen noch zwei. Aber erstmal geht's in mein Schlafzimmer. Komm, Timo, lauf durch. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Stopp. Ist auch nicht so spannend, ja? Es ist kein einheitlicher, Einrichtungsstil. Es ist kein einheitlicher Einrichtungsstil. Die Bettwäsche zum Beispiel passt. Also, generell eine Sache erstmal. Farbliche Bettwäsche. No-Go. Absolutes No-Go. Das muss im besten Falle grau, schwarz, Erdfarben, sowas in die Richtung sein. Ja, ich kann Wäsche nicht aussprechen. Bettwäsche. Dann könnte man hier zum Beispiel das komplette Bett mit einem Topper, Tagesdecke beziehen. Sieht schon viel besser aus. Der Teppich passt nicht. Das hier und das hier ist eins. Das hier und das hier ist nicht eins. Und das hier könnte man auch darauf beziehen mit dem Holz. Man könnte das hier auf rustikal Landhaus machen, wenn man wollen würde. Ist es aber nicht. Der Elch, der da hinten in der Ecke ist, oder der Hirsch, passt auch nicht so ganz. Man müsste das alles ein bisschen mehr aufeinander abstimmen, ne? Ist ja Ansichtssache. Ist aber nicht meins. Aber ist es nicht hässlich? Ja. Gut finde ich, dass er keinen Fernseher drin hat, tatsächlich. Das mag ich. Ist so ein bisschen, oh, ich bin schön und voll schön schlafen eingerichtet. Da penne ich. Hier auch, ey, sorry, ich will keine Werbung machen, aber das entsteht da um. Lese ich gerade nochmal. Zerrissen von Zockers? Keine Ahnung. Dann, viele wissen ja nicht, ich verstehe mich voll gut mit Ralf Dümmel. Und der hat mir so eine Zahnschiene von Höhle der Löwen verkauft. Die macht man rein. Und wenn man knirscht, dann vibriert die und dann hört man automatisch auf. Ist gar nicht schlecht, aber ich bin noch dabei. Und man sieht an Staub, ich habe sie auch ein paar Tage nicht getragen. Egal. So, hier schlafe ich. Ist auch total langweilig. Hier ist die Steuerecke. Hier habe ich meine ganzen Steuerscheiße. Da steht noch ein Troschi. Fertig. Hier oben. Das ist aber spannend. Da gehen wir jetzt mal hoch. Warum ist das unterschiedliches Holz? Das ist nämlich mein Lego. So, jetzt sind wir geil beim Dachboden. Hier kann ich nicht mal so richtig stehen. Meine 3 Millionen Schuhe. Und auf was ich ganz stolz bin, hat mir Disney geschickt von Adidas. Lando. Und dann gibt es noch Boba Fett Schuhe. Geil. Aber die meisten Klamotten kriege ich wirklich gratis. Mir ist Mode scheißegal. Das sieht man. Hier sind so Anzüge, Hemden, wenn ich mal was brauche. Aber hier hinten, hier kommen wir zur Held der Steine-Ecke. Geil, 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 geil. Geil, geil, geil. Boah, ich will auch einen eigenen Lego-Raum haben. Oh, mit so Regalen und sowas. Maschallah, Digga. Ich habe eigentlich nur chillig eine Sache von Lego. Ich habe auch noch Kartons bei mir stehen. Es ist schrecklich. Ich habe mir mal gekauft und dann wollte ich aufhören. Aber durch Thomas immer mehr. Also hier sieht man noch so ein paar Spielereien, eine PlayStation 2 original verpackt. Die ist auch noch im super Zustand, VGA 10. Wrestling-Figuren noch. Aber hier dann zum Beispiel. Ach, hier sind alle nochmal Herr der Ringe-Special-Boxen mit geilen DVDs. Hier hinten ist zum Beispiel der Millennium-Falke von Lego. Was haben wir hier? Hier haben wir fast sehr viel von Harry Potter. Hier geil. Oben ist auch noch mehr Harry Potter. Und wenn man guckt dahinter, da ist alles, was mit Hogwarts zu tun hat. Die große Halle, Stranger Things zweimal, Simpson sehe ich da. Das ist mein Lego. Geil. Und hier sind noch ein paar doppelte Wrestling-Figuren. Aber die geilen Wrestling-Figuren, die zeige ich euch jetzt. Erstmal eins, das Bild hat meine Mama gemalt, als ich erste Klasse war. Ja, so sah ich etwa aus. Opel. Ich hatte lange Haare. Ich war aber ein Süßer. Jetzt kommen wir zum nächsten Badezimmer. Weil es war... Ja, okay, Digga. Badezimmer und Brickwände sind Aarons Einbauschränke. War geplant, okay. Das Gästebadezimmer zum Pinkeln, eins mit Dusche und nochmal ein großes. Komm mal rein, Timo. Das ist schick. Da ist hier nochmal ein Düschchen, da kann man schön duschen, Kacker machen, Bahn und für mich der... Ein Pissoir ist geil. Der Traum. Ein guter Freund von mir ist der Markus Heidemanns, der wohnt in Hamburg, der produziert da so Lanz. Und als ich das erste Mal bei dem zu Hause war, hatte der ein Stehklo. Und das wollte ich auch unbedingt haben. Und jetzt habe ich ein Stehklo. Ich gehe auch immer nur hier pinkeln. Manchmal kacke ich da auch rein. Aber ganz selten. Ich finde es super, ja. Ist auch nur ein Badezimmer am Ende, war also kein Gold leider. So doll läuft es denn doch nicht. Und Bahn gehe ich wieso selten, weil ich Bahn nicht mag. Also. Oh, Baden ist so geil. Es war mal geplant, dass hier ein Gym zugemacht wird. Ja. Und mein Papa die zwei Räume bewohnt, die jetzt noch kommen, mit einem eigenen Badezimmer. Mein Papa ist 62. Ich hätte nicht gedacht, dass er nochmal eine Mitte-30-Jährige kennenlernt, heiratet und zu der zieht. Der Player-Boss. Wusste ich nicht. Deswegen habe ich das mit dem Badezimmer geplant. Und dann hat Papa gesagt, du, hier meine neue Freundin. Ja, später guck mal meine neue Frau. Ich bin nur noch bei der, Papa.
Der Player-Boss einfach. Was weg. Hier ist übrigens Heizungsraum und Kammer. Da stellen wir einfach die ganze Scheiße rein. Da hätte jetzt sein Vater drin wohnen sollen, oder wie? Weiß ich jetzt nicht, Digga, ob das so ein geiles Zimmer für deinen Vater gewesen wäre, Digga. Und jetzt kommen wir zu dem schönsten Raum im Haus. Der Sexraum. Tada! Mein Chill-Ecke, Zock-Ecke, alles. Ich erzähl euch eine Geschichte, wer kennt's nicht? Man ist ein kleines Kind und sammelt mit den Brüdern was. Und wir haben Wrestling-Figuren gesammelt. Das von 1990 geil. Bis 1994 wurden cool. Die von Hasbro gemacht. So, meine großen Brüder haben immer toll mit mir getauscht. Mein Bruder hatte zum Beispiel den Undertaker ohne Arm und ich mochte den Undertaker und hat mir dafür zwei andere Figuren abgenommen. Und das war so ein Kindheitstrauma. Mhm. Ja. Tut mir leid, wa? Also, und deswegen habe ich irgendwann gesagt, ich will alle Figuren original verpackt haben. Und das habe ich mir auch besorgt. Hier kommen wir noch in eine Ecke, hier sind so ein paar Steuerunterlagen. Ich sammle auch Spielekonsolen original verpackt. Die hat Knossi mir nicht geschenkt. Die habe ich mir geholt, als ich im Büro immer FIFA-König war. Und Knossi hat mich irgendwann mal angemeckert, dass es keine Originale ist. Knossi hat mir auch mal seine Krone geschenkt. Die Original-Knossi-Kronen sind, glaube ich, die aus China. Dann Nintendo. Die jeder zu Karneval besoffen im Kopf hat. Verpackt OPR. Glaube meine ich. Oma, Opa kommen aus Neuruppin. Dann habe ich ganz geile Sachen hier. Ein Original-Wrestling-Titel. Breaking Bad, alle voll in der Original-Giftfass-Edition. Indiana Jones in der Special Edition, Harry Potter auch. Ich bin da so ein Nerd, wenn ich was mag, will ich immer Special Edition haben. Wenn man jetzt hier rüber guckt, vielen Dank. Red Bull startet mich ja regelmäßig aus, deswegen ist da auch... Grüße. ...um Werbung, weil ich euch... Alter, ich will auch Bärbell Shakes haben. ...viele Sachen zeigt, die ich geschenkt kriege, ja? Wisst ihr, ich gehe oft joggen und dann gibt es immer einen Bearables Milchshake. Bearables, oder? Bearables, die heißen wirklich Bearables. Die heißen wirklich Bearables, nicht Bearbells. Die schmecken, ja? Digga, dass ich von Hey Aaron noch was lerne. Vielen Dank, die kriege ich auch geschenkt. Hier sind die letzten Troschis. Ich habe nur noch 12, 16 Stück Kanalmitglieder, die ein Jahr dabei sind, kriegen übrigens einen. Ich habe noch nie einen zugeschickt bekommen, Aaron. Ich habe noch nie einen Troschi getrunken. Dann hier gepixelt meine Schwester und ich. Das hat auch mein Onkel gemalt mit unserem Lieblingshund Tussi. Wunderschön hier, ein paar ganz tolle Nintendo-Sachen, ja. Selber den 93, Zelda. Dankeschön. Super geil. Dann hier ein paar Steuersachen. Hier, meiner Augenweide, original von ihm unterschrieben, John Cena. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. John Cena kann keinen Stift halten, weil John Cena ist unsichtbar. Das war der Golf, den ich mir nach Wer wird Millionär geholt habe. Der steht immer noch vor der Tür. Dann meine PlayStation 5, hat kaum jemand. Habe ich mir auch ganz normal bei Amazon bestellt. Wie jeder normale Mensch, auch bloß pünktlich. Meine Wrestling-Figuren hier. Oh, ich habe YouTube Premium, aber Google Chrome ist shit. Ich liebe es, ich liebe es. Warte mal, hier sind noch so ein paar Bilder. Mhm. Ich bin ja riesen Dexter-Fan und habe mir die ganze Dexter-Staffel in einer original verpackten Box gekauft. Die habe ich auch übrigens Dr. Zockos geschenkt nach unseren ersten Drehs, habe ich gesagt. Hier. Da können sie was lernen oder vielleicht sind sie auch Mörder und brauchen Tipps. Ja, sonst ist hier wirklich nur Steuersachen. Hier habe ich mir so ein Heft geholt. Da sieht man alle Figuren, die ich habe und dann habe ich immer abgehakt, wen ich von den Figuren habe hier unten. Und ob ich die auf Englisch... Das finde ich aber geil, dass Aaron da mit Leidenschaft so dabei ist. Das freut mich wirklich, Digga. Das macht mich voll happy. Oder Deutsch habe und... Mann, Chat, ich nutze gerade einen anderen Browser. Ob ich neue brauche und ob die, manche sind nicht so gut. Zum Beispiel, ich brauche noch einen Legend of Doom. Ich glaube, das ist Smash, der ist so ein bisschen verblasst. Hier die ganzen Pokale. Das eine ist der Pokal, den hat mir mein Papa geschenkt, als ich das erste Mal über so einen großen See geschwommen bin. Das war am 28.07.95. Da war die Hälfte von euch noch gar nicht da. Oder hier, das war mein größter Sieg. Die Kickoff-Trophy, kann ich erzählen, 2000. Wann war die WM bei uns? 2006 war die bei uns, 2002, 2009, ja genau, Südkorea und Japan, 2006 bei uns. Und da gab es in Berlin das größte Fußballturnier der Firmen. Okay. Und ich war damals beim Herrenausstatter, habe Praktikantenverträge mit den ganzen BFC-Spielern gemacht und wir haben das Ding gewonnen. Ich war Torschützenkönig, mir wurde auf der Fanmeile der Pokal von Luna gegeben. Luna, folgt dem auf Instagram, die ist immer noch heiß. Ja, und das war's. Achso, hier, kann ich auch noch spannend zeigen. Guck mal, da bin ich zweimal. Das sind eben so Sachen, die ich von irgendwelchen Drehs mitnehme. Das war, glaube ich, bei Promi BB.
Hier sind noch Steuersachen. Aaron ist auch wie so ein gesagt, Charakter. Ein ich mag Aaron ja, wie gesagt, sehr, ne? Aber seine Einrichtung ist wirklich gar nicht meins. Hier ist der Ralf Dümmel. Und dem habe ich zum Beispiel gesagt, du, ich brauche in Brandenburg was gegen Marder. Hat er mir das geschickt. Hier, guck mal, Aaron, habe ich investiert gegen Marder. Hilft sehr gut. Das ist nämlich so, diese Dose riecht nach so einem Babu-Marder, so einem richtig großen Marder. Und dann haben die anderen Angst und kommen nicht. Richtig okay. Witzig. Oder auch... Also sein Haus stinkt einfach nach Marder, alright. Letztens gezeigt, haben wir das noch hier? Nee, hier haben wir es nicht. Doch, hier habe ich übrigens noch mal ein paar Herr-der-Ringe-Socken. Die gehören ja da rein. Aber auf sowas ist Aaron stolz, Digga. Ich fühle seine Passion zu Herr der Ringe sehr. Herr der Ringe... wann habe ich das letzte Mal Herr der Ringe geguckt? Das muss letztes Jahr gewesen sein, hier unten. Bei mir auf dem Beamer. Und ich glaube, kurz danach hatte ich Sex. Und das war ein sehr schöner Abend. Naja, die Zeit fliegt, Chat. Die Zeit fliegt, nicht wahr? Und dann hat mir auch Ralf geschenkt, hier drüben wieder, so ein Wasserhahn, weil wir im Büro nie warmes Wasser hatten. Und jetzt hat er mir so ein Wasserhahn geschenkt, der alleine... Cringe. Das Wasser. Cringe, du hast Sex. Was hat der alles für Sachen? Ich glaube sogar währenddessen, Digga. Was hat der alles für einen Scheiß? Was ist das alles, Digga? Warm macht. Jetzt können wir uns endlich warm die Hände... Ich hab hier ein Wasserhahn, ich hab hier Marderfallen, ich hab hier Herr der Ringe Socken. Hier ist mein riesen Doppel-X3-Dildo. Ah ja, guck mal hier, ich hab mir noch ein Auge von meinem Opa. Hände waschen. Sein ganzes Haus einfach nur original verpacktes Zeug, Digga, wirklich. Dann habe ich hier so ein Harry Potter Labyrinth und... Ah, das ist oben. Ich habe hier noch einen Originalstich. Oh, das Schwert. Das habe ich aber von Frodo. Unter meinem Bett, falls ein Einbrecher kommt, dann habe ich von Frodo das Stich und kann den Einbrecher... Ist Stich nicht das Pferd, was auch leuchtet, wenn sich Orks und Uruk-hai nähern? Das ist doch Stich, oder? Meine ich doch, ne? Chat? Oder bin ich... Ja, genau. Das wäre übertrieben nice, wenn das Schwert einfach aufleuchtet und der merkt, scheiße, Digga, es ist ein Ork in der Nähe, der mich jetzt ausraubt. Ich glaube, Digga, dann wäre ich auf jeden Fall gone. Kitzeln. Einfach Gollum in Originalgröße. Gollum in Originalgröße einfach, Digga. Ich glaube, Gollum zu besiegen ist gar nicht so einfach. Weil es ein Elbenschwert ist. Ja, genau. Warum? Hier hab, weil mein Papa denn nicht eingezogen ist, hier sollte er sein Schlafzimmer machen. Hier habe ich jetzt ein Gästezimmer reingemacht. Das ist ja auch eine schöne Aussicht, ne? Meine Mutter hat letztens hier gewohnt, weil ihre Wohnung saniert wurde. Übrigens, dieses schöne Bild, habe ich nicht richtig aufgehangen. Das schöne Bild. Egal. Dieses schöne Bild gehört Wilke, von Udo und Wilke. Nachdem der Mainz um von meinem Onkel gesehen hat, hat er mir geschrieben, ich will genau, Sohn hat mir ein Muster geschickt, von deinem Onkel gemalt haben. Durch Corona, irgendwann gehe ich Wilke besuchen, bringe ich ihn mit. Noch nicht da. Hier ein paar DVDs, Fernseher. Ich habe eine Sportmatte. Ab und an mache ich hier Liegestütz und gucke dabei Star Wars, Clone Wars. Kann ich nur empfehlen. Ich liebe, dass Aaron so passioniert bei so nerdy Shit ist. Das finde ich so geil. Die Decken sind relativ tief im Keller. Aaron ist aber auch 3,90 Meter groß. So, hier ist übrigens nochmal so... Die Türen sind, by the way, ganz nice. Mich als Glitzy. Die Steine habe ich original von den Herr-der-Ringe-Schauplätzen. Was der alles zeigt. Die Combo habe ich auch noch in meiner Wohnung genauso stehen, Alter. Was der alles zeigt. Hier habe ich Steine. Hier bin ich als Glitzersticker. Hier, die Steine habe ich geklaut von Herr der Ringe. Hier habe ich von Frodo den bewichsten Socken. Ich liebe es, Alter. Ein Aladdin-Poster original unterschrieben, Steuerscheiße. Ein Aladdin-Poster, Steuerscheiße. Und deswegen kommen wir jetzt zum letzten Badezimmer, weil ich da... Das ist doch nicht dein Ernst, Digga. Wie viele Badezimmer sind denn das? QTX Reasons 12, Papa, dankeschön. Die Ecke. Hier ist nochmal ein Gästebadezimmer. Die Räume sind nicht so groß, leider, ne? Ja. Meine Lieben, das war's. So wohne ich nicht aktuell. So bin ich aber auch sehr glücklich. Und das hier ist eben mein ganzer Stolz. Mhm. Fühle ich aber. Das kann ich nachvollziehen. Als Hintergrund, glaube ich, geil in Szene gesetzt, mit ein bisschen Licht von unten beworfen. Eine schwarz mattierte Wand im Hintergrund. Links und rechts Spots. Das als Streaming-Hintergrund. Unique und geil. So wie es jetzt in Szene gesetzt ist. Nicht würdig, Aaron, da muss vernünftiges Licht hin, eine vernünftige Tapete und bitte, bitte keine Klinkersteine, Digga. Bitte nicht. Bitte keine Klinkersteine, Bro. Meine Wrestling-Figuren. Ja, Timo, das war's. Bist du enttäuscht? Ja. Nee. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr es findet, in die Kommentare.
Ich aber weiß, Unge, seine ganzen Häuser sind ist besser, nicht meins, aber ich finde es ganz geil. Kumpel Unge von Herzen. Ja. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Schreibt gerne irgendwas in die Kommentare, was euch interessiert. Ich habe eigentlich Bock auf noch eine YouTuber-Rundtour. Oder macht nur mal ein Video. Und jetzt wisst ihr, wie ich aktuell wohne. Aaron, schönes Video.